Guten Morgen! Heute erkläre ich euch, warum es für viele Vegetarier so schwer ist, sich vom Käse zu lösen und auch viele Veganer immer wieder Gelüste nach Käse haben, wohingegen im asiatischen Raum Käse als Ekelfood betrachtet wird. Denn nicht nur die kulturelle Prägung ist dafür entscheidend, sondern auch ein Peptid mit dem Namen Casomorphin oder korrekt ausgedrückt Beta-Casomorphin. Dieses Peptid entsteht bei der Verwendung von Casein, was das Protein in der Kuhmilch ist, was am häufigsten vorkommt. Nachdem dieses Beta-Casomorphin im Körper gebildet ist, hat es im Gegensatz zu den Aminosäuren keine Konkurrenzsituation, wenn es darum geht, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und in unser Gehirn zu gelangen. Wie das bei den Aminosäuren genau funktioniert, das habe ich euch ja schon in einem anderen Video zum Thema Warum machen Kohlenhydrate glücklich zum Besten gegeben. Das Video findet ihr oben in den Infokarten. Also umso mehr Milchprodukte und Käse wir zu uns nehmen, umso mehr Casein gelangt in den Körper und umso mehr Beta-Casomorphin wird gebildet. Wie man von dem Namen schon ableiten kann, reizt das Casomorphin dieselben Rezeptoren wie auch das Morphin und hat, sagen wir mal hübsch ausgedrückt, beruhigenden, einschläfernden und zufriedenstellenden Charakter. Wie unser Nervensystem rudimentär funktioniert, habe ich euch ja ebenfalls vor 2 Wochen erklärt und ja entsprechend auch hier oben in den Infokarten verlinkt und werde da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, und warum ist denn die Wirkung eigentlich so einschläfernd, so? Warum hat denn die Natur das so designt, dass das Beta-Casomorphin so in unserem Gehirn wirkt oder generell im Gehirn wirkt? Ganz einfach, das Kalb, welches idealerweise von der Kuh gesäugt und nicht von ihr weggerissen und als leckeres Kalbsfleisch verkauft wird, würde, wenn es denn in den von der Natur konzipierten Genuss der Muttermilch kommen würde, durch diese opiatähnlichen Wirkungen beim Säugen beruhigt und zufriedengestellt werden. Und um eben auch nach Erblicken des Lichts der Welt immer genau zu spüren, ja, Mama ist die Beste, hier geht's mir gut. Entsprechend ist die Dimensionierung der Beta-Casomorphine auch an den Dimensionen eines Kalbs ausgelegt in der Milch. Und auch die biochemische Zusammensetzung ist auch wesentlich anders als die der menschlichen Muttermilch. Es ist einfach viel mehr Casein enthalten. Nun haben wir uns ja über die Natur erhoben, vergewaltigen die Mutter, schlachten das Kind und trinken die Muttermilch einer anderen Rasse. Und entsprechend wirkt diese Überdosis an Beta-Casomorphin bei uns im menschlichen Organismus auch viel intensiver und so, wie es eigentlich nicht von der Natur designt wurde. Gut, allein der Fakt, dass wir als einzige Rasse aus den Zitzen einer anderen Spezies trinken, ja, soll da einen klaren natürlichen Geist schon zu denken geben. Aber unser Denken ist einfach konditioniert und wir würden ja unsere Komfortzone verlassen, wenn wir alleine schon darüber nachdenken würden, auf den leckeren Käse zu verzichten. Das bereitet uns ja schon Unbehagen. Und wenn wir dann testweise das auch umsetzen, da würden wir regelrecht Entzugserscheinungen bekommen. Aber ich weiß ja nicht, wie du drauf bist, aber ja, ich tue mich, wenn ich einen Drogensüchtigen sehe, auch schon häufig schwer, das nachzuvollziehen, warum die nicht einfach aufhören damit, da ich persönlich nie irgendwelche Drogen genommen habe. Das habe ich zumindest gedacht. Aber ich sag mal von den härteren, sowas wie Heroin, Alkohol oder Tabak. Aber der Verzicht auf Milch, ja, könnte dem einen oder anderen von euch mal die Qualität aufzeigen, wie sehr Drogen, in dem Fall Morphine, auf den Körper wirken und wie schwer es ist, da wieder loszukommen und ein bisschen auch Verständnis generieren. Da werdet euch bewusst, dass der Konsum von Milchprodukten konzeptionell ja, nichts anderes ist als Drogenkonsum und daher man nicht einfach aufhören kann mit Milchkonsum oder auf Milch zu verzichten. So sehr man mit klarem Verstand auch sofort erkennt, wie unnatürlich und unsinnig es ist, ja, die Muttermilch einer anderen Rasse zu verzehren. Man ist in diesem Moment, wo man darüber nachdenkt, ja, nicht in der Lage, das umzusetzen. Man ist süchtig. Und logischerweise hat diese Sucht, wie andere Süchte auch, gesundheitliche Konsequenzen, die weit über die allseits bekannte Problematik von Milch im Allgemeinen, also der ja, schlechteren Knochen, dem erhöhten Diabetesrisiko und auch der Förderung der Entzündungsprozesse ja, zusammenhängen. Nämlich, dass eben dieses Beta-Casomorphin mit geistigen Krankheiten wie Schizophrenie oder auch Autismus einhergehen. Entsprechende Studie habe ich euch unten wieder verlinkt.
Was ja auch wieder Sinn macht, da eben diese Peptide, wie gezeigt, ja ungefiltert von den Drüsen der Kuh in unser Gehirn gelangen und dort ja absolut nicht hingehören, sondern in das Gehirn eines Kalbs. Das erklärt auch, warum man sich oft manchmal fragt, ob die Menschen denn ja gar nicht mehr imstande sind, klar zu denken, sondern einfach nur noch automatisierte Maschinen sind, die keine Kontrolle mehr über sich haben und wie die Lemminge ungesunden Fraß wie Milch und Käse in den Supermärkten kaufen, weil man süchtig ist oder sich in erster Instanz von schönen und bunten Bildern einen tollen Werbespot blenden lässt, anstatt sich wirklich hochwertige Nahrung reinzuziehen und oder selbst anzubauen. Lieber 8 Stunden im Büro sitzen, auf die Maus klicken, auf der Tastatur rumdrücken und dann ja, Papier dafür enthalten, wo Zahlen draufstehen, mit denen man wieder Dinge kauft, die man ja, aus der Flimmerkiste oder aus dem Internet ja, vom Marketing ins Ohr geflüstert bekommt. Wie die Maschinen. Keine klaren Gedanken mehr. Ich komme mir manchmal vor wie in einer Welt voller Verrückter. Und das Perfide daran ist, wenn die Masse der Welt verrückt ist, dann wird der normale, natürliche Mensch als der Verrückte angesehen. Aber die geistige Evolution ist unaufhaltbar, unser Gehirn wird immer vernetzter. Ein 10-Jähriger heute hat das Wissen, den Wissensstand eines Gelehrten im Mittelalter und wir durchdringen auch immer mehr die Manipulationsmechanismen der Medien dank des Informationszeitalters. Ihr habt dieses Video geschaut und ihr wisst nun über die Zusammenhänge auch bei der Milch Bescheid. Weiter geht's und egal wie sehr sich Individuen gegen die Wahrheit sträuben, sie ja, sterben aus und die nächste Generation weiß dann schon wieder ein Stück mehr und so entwickelt sich eben die Menschheit. Von daher einfach relaxed sein, aus seinem Leben das Maximum rausholen und bei Bedarf, wenn man das möchte, kann man sich auch geistig entwickeln. Wie ihr das Maximum aus eurem Leben rausholt, dazu habe ich am Donnerstag schon ein Video gemacht. Das habe ich hier verlinkt. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wisst jetzt auch in der Milch dieses Beta-Casomorphin, wie die Wirkung ist und dass es neben den generellen negativen Aspekten, die mit dem Milchkonsum einhergehen, ja, auch eine Sache ist, wo man mal dran denken kann, wenn man das möchte. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und macht's gut. Bis morgen, euer Christian. Tschüssi.